sein. Ja, hallöchen und herzlich willkommen. Ihr seht schon im Titel, wir zocken heute mal GTA 3. Ja, GTA 3. Keine Ahnung warum, hab's mir mal gedownloadet vom PC aus, also hatte noch CD und alles. Und das ist jetzt erstmal das GTA 3 Intro und die Musik ist schon viel zu laut. Also das überspringen, ja, okay. Das überspringen wir mal. Das auch. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. So, jetzt können wir laufen. Muss ich erstmal fahren wieder, wa? Ist klar. Also, die Steuerung ist genau dieselbe, nur... irgendwie ein bisschen laggier. Wenn es laggt, das tut mir leid. Ja. Aufnahme beginnt genau jetzt, hätte ich gesagt. Warum GTA 3? Warum GTA 3? Keine Ahnung, weil es vielleicht ein altes... Es ist ein älteres Stück von so einer Ausgabe halt und da dachte ich mir ja, warum nicht? Weil, ich denke, so ältere Spiele... Ich denke, Alter, ohne Scheiß, das lag gerade ein bisschen. Wir haben die Einstellung ein bisschen komisch eingestellt. Also ich hatte da gedacht, ältere Spiele, ja, vielleicht kriegen wir da... Oh, Alter, das ist nicht der Fall. Vielleicht kriegen wir da noch den, ein bisschen Zuwachs an Abonnenten, etc. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. So, in der Garage nebenan kann ein Fahrzeug eingestellt werden. Okay. Ein Moment bitte. Ich war doch gerade zum Schläger. Ja, warum ich das hier jetzt aufnehme, ich weiß es nicht. Ich habe eine dritte Aufnahme gesucht, weil ich lade ja Brot, also alle drei Tage drei Aufnahmen hoch. Und das will ich halt beibehalten. Jetzt habe ich noch GTA 3 hoch. Hochgeladen halt und oh ja, schnell. Lucy's Girl. Was Luki? Luigi's Girls. So. Ich kann hier erstmal fertig reden. Okay, das überspringen wir jetzt mal. Ich muss fertig reden. Also, ich dachte mal, dass wir vielleicht dazu ein bisschen Zuwachs von Abonnenten. Vielleicht ein bisschen Zuwachs und Abonnenten und so bekommen, aber naja, snacken wir uns erstmal wieder das alte Auto und fahren jetzt zu den grünen Punkt. Wir haben gerade, ja, jetzt passt das vielleicht, ja, halt die Fresse, Schnappe. Ist eigentlich so, also die Grafik sieht jetzt auch nicht gerade so beragend aus, aber ich finde es eigentlich ganz okay. Es sieht irgendwie von der Grafik her, ich weiß auch nicht warum, aber bei mir. Und ich heiße, sieht das so fast so aus, als wäre das... Da müssen sie einsteigen lassen, legt mich nicht. Okay, gerade habe ich die FPS-Einbrüche. Beeil dich, Bitch, komm schneller, Junge. Ja, halt die Fresse. Mal kurz in die Stadt runter. Ja, chill mal. Ja. Tut mir leid. Ja, immer noch der 15. dritte Aufnahme, ne? Also. Das Auto ist nicht schon ein bisschen angeguckt. Ohne Scheiß, die Grafik sieht fast so aus wie die von GTA 5 bei mir irgendwie. Ich weiß nicht warum. GTA 5, wenn es für PC rauskommt, hole ich es mir auch noch für PC, ja. 666, Mission erfüllt, 1500 Money. Ja, ist gut. So, jetzt haben wir hier Luigi. Du kannst bei Luigi den nächsten Job abholen oder Liberty City abholen. Ich hab gut.
Ohne Scheiß, warum haben die in GTA Vice City nicht so eine Karte? Ich snack mir mal kurz ein neues Auto. Komm, ich geh mal her. Geh raus. So, das ist schon viel schneller. Mal kurz hier rüberfahren. Schauen, ob da ist bestimmt das Loch, oder? Nee, wir können schon eigentlich ganz kalt rüberfahren. Ja, wir machen jetzt noch 10 Minuten ungefähr. Ja, 10 Minuten Aufnahme müssen reichen. Okay. Dann sofort rendern, Fernseh schauen und dann hochladen. Ja. Warum jetzt ausgerechnet GTA 3? Nochmal, also ich muss mal ansprechen, ja, PlayStation macht zurzeit keinen Bock. Ich warte jetzt bis Weihnachten, bis ich mein Aufnahmeprogramm gibt für PS3. Dann lade ich dann Black Ops 2. Okay, wir haben zu. Okay. Wir laden dann Black Ops 2 Videos hoch. Black Ops 2 wollten wir hochladen damals. Wenn ich mich jetzt gut... Wenn ich gut dran denken kann, nicht nur Black Ops 2, sondern auch noch... Genau, Battlefield. Vielleicht Battlefield 4. Dann mit Wahrscheinlichkeit 5% so ungefähr noch Call of Duty Ghosts. Auch wenn ich mir das nicht kaufen will. Aber ich überlege schon, da so am Wackeln bin ich ja schon, ja. Und hier war damals so eine Sprungschanze. Und die ist jetzt weg. Wie rennt man denn hier? Ja, ich hoffe, der... Hier stand doch damals immer... Ja, hier steht immer der Truck. Okay, gerade habe ich FPS. Ja, gut. Wie ich rennen kann, keine Ahnung. Moment. Oh. Uns mal hier den Truck. Warum GTA 3? Ich dachte mal so als neues Projekt, ich mache jetzt Versuch, fast alle GTA Teile auszumachen, außer 1 und 2, weil es gibt es einfach nicht mehr. Ich weiß nicht mehr warum. Also ich kann es mir zum Beispiel nicht mehr holen, nur Cracked, aber das mache ich nicht, weil das illegal ist. Fahren einfach durch da durch die Mitte, Alter. Ja. GTA 3. Ausgerechnet, weil ich noch hatte und weil ich gedacht habe, vielleicht neue... Alter, fahr! Abonnenten oder vielleicht Leute, die das mal interessiert, können das zum Beispiel mal schauen. Da passt doch nicht da rein. Erstmal kurz speichern, so. So, jetzt haben wir gespeichert. Ein Moment, ich muss mal kurz gucken. Optionen, Controller Setup, Steuerung ändern, Sprinten. Oh, springen! Bin ich witzig. Controller Einstellungen. Mal auf leer, das machen wir auf. Okay, das geht schon. Bald kommt auch noch GTA San Andreas wahrscheinlich. Also bin mir nicht ganz sicher, aber wenn es funktioniert, dann kommt nächste Woche, also ich will jetzt nichts flamen oder versprechen, kommt dann ja, GTA San Andreas. Ich mache jetzt Vice City fertig. Luigi said to give you this, so here take it. Da scheiß auf die Mission, Alter. Mind my car. You wanna fight? Scheiße. Benutze jetzt die Fresse. Komm schon.
GTA 5 kommt bald noch, vielleicht. Für PS3 natürlich, oder PC, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall funktioniert jetzt gerade GTA 3 sehr gut eigentlich. Die, manchmal muss zu verlicht. Wege finden die nicht auf den Radars, ey. Komm, ich spiel ein bisschen unfair. Komm, gib mir das Geld, Schlampe. Bist du schon tot? Nimm dein Auto und spritze es um. Achso, ich soll sein Auto umspritzen. Das klingt spritzen. Also umlackieren praktisch. Die Lenkung ist okay. GTA San Andreas, GTA 4, nicht vergessen, GTA 5 glaube ich nicht. GTA 5 ist nicht so mein Fall. Ja, ich weiß schon, erst habe ich gesagt, ja, ja. Aber es ist einfach nicht so mein Fall. Es gefällt mir nicht so wie die anderen GTAs. Also es hat sich im Gegensatz zu GTA 4 wirklich sehr verändert, aber GTA 4, die hätten da viel geilere Missionen gehabt und die Aufnahme ist jetzt gleich vorbei in 4 Minuten. Das heißt, wir machen... Alter! Leck dir doch die Eier. Alles rein, so. Das, so macht man das heute. Voll den Gangnam-Style, sag ich dazu nur. Ich hatte noch nie Cops. Finde ich geil. So, jetzt machen wir die Mission zu Ende und dann speichern wir und gehen auch schon mit der Aufnahme zu enden. Wenn das natürlich fertig ist, ne? Ist klar. Hier wohne ich nicht. Okay. Schaffen wir es heil? Nee, doch nicht. Okay, scheiße. $4000 für so einen scheiß Wagen. Das war ja crap. Ich muss speichern, ich brauche ein Auto, geh mal. Was da, hast du ein Auto? Zwei Kopf fahren vorbei. Oh Scheiße! Oh, leck mich! Leck mich! Gibt's hier gleich Pistols oder? Das ist ja Penislutscher. Wir haben uns ja mal so ein Mafia-Boss-Auto geholt. Wir fahren Osen rum, ich hab Bock Osen zu fahren. Damit die Aufnahme ein bisschen länger ist, damit ihr noch was ein bisschen hier von GTA 3 seht, auch wenn viele Leute schon das gespielt haben, wirklich viele. Also bei uns in der und ja. Jetzt sind wir eh gleich fertig hier und meine Mutter kam gerade rein, wollte sagen gute Nacht. Ich gleich so, sei bloß leider, aber ich dachte jetzt so eine Scheiße. Die hat nur gesagt gute Nacht. Hä? Lol, ach hier. So Leute, das war's von mir an Godmac LP 200. Okay, das ist mit mir drin dann. So, das war's von mir an Godmac LP 200. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.